Es ist wirklich gar nicht so einfach, hier so eine Zitrone anzugucken oder dran zu riechen und gleichzeitig zu reden, weil einem dermaßen das Wasser im Mund zusammenläuft, dass das wirklich schwierig ist. Hallo, herzlich willkommen, liebe Fotofreunde, zu diesem Video und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es in Richtung Werbefotografie und es gibt was Spritziges mit Tiefgang. Und ich habe schon mal ein bisschen Obst hier vorbereitet. Und Obst ist ja so der Inbegriff von Frische. Und das möchte ich noch toppen, indem ich das Obst in Verbindung bringe mit Wasser. Ich möchte Obstscheiben im Wasser versenken und das gibt ganz spannende Bilder. Und man weiß eigentlich so im Vorhinein gar nicht, was dabei rauskommt. Damit die Bilder aber grundsätzlich gelingen, solltet ihr einige Dinge beachten und richtig einstellen. Das ist zum einen natürlich der Autofokus bzw. der Fokus. Dann natürlich die Belichtung. Da gibt es ein paar Tricks, wie ihr besonders effektvoll die ganze Geschichte ausleuchtet. Und ja, ihr solltet natürlich zusehen unbedingt, dass ihr eure Kamera und euer Equipment trocken haltet dabei. Ja, das Wasser ist eingelassen, die Kamera ist positioniert und der Autofokus der Kamera würde uns hier nicht weiterhelfen, weil er sich auf die schnellen Bewegungen der fallenden Früchte gar nicht einstellen kann. Und so fokussieren wir hier unseren Bereich manuell und ich habe mir dazu eine Konstruktion gebastelt und ein Seil hier oder so ein Band über das Wasser gespannt und daran ein Lineal aufgehängt und so kann ich meinen Fokusbereich hier ziemlich genau definieren und das Lineal benutze ich immer deswegen gerne, weil ich dann, wenn ich in das Bild hineinzoome, an der Kamera schon genau erkennen kann, ob der Bereich nun wirklich scharf ist und das macht später die Qualität der Bilder aus. Also, wenn ihr euren Bereich hier eingemessen habt, dann dürft ihr natürlich nicht vergessen, die Kamera oder den Fokus auf manuell zu stellen und die Kamera und das Aquarium nicht mehr zu bewegen. Ich habe nun ein Blitzgerät aufgestellt, das den Hintergrund eine weiße Wand anblitzt und das ist sehr wichtig für die Zeichnung des Wassers und ich halte nun hier eine Plastikbanane ins Wasser, um den Blitz, der von vorne das Obst anblitzt, einzustellen und ja, hier solltet ihr ein bisschen probieren, um die richtige Balance zwischen Hintergrund- und Vordergrundbeleuchtung hinzubekommen. Ja, stellt euch für das Shooting den Selbstauslöser ein oder benutzt einen Funkauslöser mit Zeitverzögerung und mit ein bisschen Übung landet das Obst genau zum richtigen Zeitpunkt, also zum Auslösezeitpunkt im Wasser. Ja, noch ein Wort zu den Kameraeinstellungen. Ich habe hier eine Verschlusszeit von 1/200 Sekunde, eine Blende 14 und ISO 100 und ich fotografiere zunächst noch nicht mit der Kurzzeitsynchronisation und wir schauen uns die Bilder mal an. We'll be right back.
Ja, die Bildergebnisse, finde ich, sind wirklich gut geworden, ob mit oder ohne Kurzzeitsynchronisation. Die Bilder sehen wirklich klasse aus. Es gibt aber dennoch einen kleinen oder einen großen Unterschied. Bei der Kurzzeitsynchronisation kommt die Zeichnung des Obstes doch deutlich besser heraus. Und ich möchte euch mal ein Vergleichsbild zeigen, links mit normaler Synchronzeit oder Synchronzeit 1/200 Sekunde. Und bei dem rechten Bild die Kurzzeitsynchronisation. Und da macht sich der Unterschied doch bemerkbar. Gerade bei den schweren Obstscheiben rauscht das Obst doch ziemlich schnell in das Wasser, sodass sich das doch hier bemerkbar macht. Ich habe noch zwei kleine Tipps für euch. Zum einen macht von Zeit zu Zeit immer mal die Scheibe sauber. Da habt ihr später nicht so viel Arbeit im Photoshop. Und der zweite Tipp ist, wenn eure Kamera oder euer Blitzgerät nicht über die Kurzzeitsynchronisation verfügt, ja, dann sorgt einfach dafür, dass das Obst nicht so wahnsinnig schnell in das Wasser plumpst. Und diese Bilder zum Beispiel habe ich in einem dunklen Wok aufgenommen. Und der Wok hat ja so schön schräge Seiten, wo das Obst eigentlich optimal hinunterkullern kann. Und unten habe ich dann einfach nur so 3, 4 Zentimeter Wasser hineingegeben, sodass das Obst dann dieses Wasser so aufspritzt. Und dieser ganze Vorgang ist nicht so wahnsinnig schnell, wie wenn das Obst so im freien Fall in Wasser plumpst. Und da bekommt ihr auch super Ergebnisse hin. Ja, das waren die Obstbilder, diese frischen Obstbilder heute. Und ich denke, die Ergebnisse sind gar nicht so schlecht. Und wie gesagt, man weiß ja im Vorhinein nie so genau, was bei rauskommt. Was ihr mit diesen Bildern im Übrigen noch weiterhin anstellen könnt, mit Photoshop oder Photoshop Elements, das zeige ich euch nochmal zusätzlich in einem Tutorial. Ihr könnt nämlich wirklich ganz tolle, ganz spannende Sachen damit machen. Und da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht und wenn das so ist, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und ja, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben möchtet, dann abonniert meinen Kanal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.